Ja, jetzt funktioniert's, oder? Ja, okay. Also ich bin Nathan, ich studiere an der LMU, ich spreche heute für das Münchner Komitee gegen die Hochschulreform. Genau, also wir sind ein Zusammenschluss von Studierenden aller Fachrichtungen und verschiedener Hochschulen sowie wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Beschäftigten, der sich vor dem Hintergrund der geplanten Reform gebildet hat. Geht es nach der Staatsregierung, dann sollen die bayerischen Hochschulen in Zukunft dem Konzept der unternehmerischen Hochschule entsprechen, unternehmerisch aktiv werden und sich eben verhalten wie ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das ist der Rahmen der Reform und deshalb lehnen wir als Komitee gegen die Hochschulreform das Hochschulinnovationsgesetz grundsätzlich ab. Das ist einfach die ganz falsche Richtung. Hochschulen sollen sich nicht wie Firmen verhalten müssen, auch nicht ein bisschen. Wir wollen eine andere Reform. Wir wollen demokratische und soziale Hochschulen und nicht gewinnorientierte Unternehmen, bei denen nur die Führungsetage das Sagen hat. Der Landesstudierendenbeirat, den man uns verkaufen will, ist ein Witz. Er bestimmt nicht mit, er berät nur. Deshalb bringt es leider auch nichts, bei der Staatsregierung um Kompromisse zu betteln. Denn ein Kompromiss in dieser Sache bewegt sich zwischen dem jetzigen Zustand der Unis, der ja auch alles andere als demokratisch und sozial ist, und dem Reformziel, das das Ganze noch deutlich verschlimmern würde. Manchmal heißt es dann, ihr müsst doch Kompromisse eingehen und nicht so nur dagegen sein. Wir sind nicht nur dagegen, sondern für demokratische und soziale Hochschulen. Es ist nicht radikal, auch mal Nein zu sagen. Mitarbeitende auch mal Nein sagen und der Staatsregierung zeigen, dass es so nicht geht. Leute, wir leben in einer Demokratie und da können wir auch mal unsere Meinung sagen und sagen, dass wir gegen etwas sind. So, ohne Mikro, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, so lange zu schreien. Deswegen kürze ich ein bisschen ab. Im Prinzip können wir als Komitee uns nur den Vorrednerinnen anschließen. Einer der wichtigen Aspekte, die nicht genannt wurden, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die gerade um ihre Hochschulen kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in der Türkei kämpfen die Studierenden dagegen, dass gerade ein Hochschulpräsident, der eigentlich gewählt werden sollte, einfach vom Erdogan-Regime eingesetzt wurde. In Griechenland kämpfen die Studierenden dagegen, dass mehr als die Hälfte von ihnen exmatrikuliert werden soll und eine Campuspolizei eingeführt werden soll, die kontrolliert, was am Campus abgeht. Wir solidarisieren uns mit ihren Kämpfen. Im Übrigen, es ist allgemein geht die Diskussion sehr in die Richtung, dass nur die Geisteswissenschaften unter der ganzen Geschichte leiden werden, also unter der Hochschulreform. Aber zum Beispiel war ein Physikprofessor, der, muss ich mal seinen Namen nachschauen, Ferdinand Evers, hat in der FAZ einen Kommentar darüber abgegeben, dass beispielsweise die Relativitätstheorie oder auch neuere physikalische Entdeckungen, die man jetzt nicht so gut kennt, nicht möglich gewesen wären, wenn sich das Hochschulsystem nur nach Wirtschaftlichkeit und Profit orientiert hätte. Zuletzt habe ich noch einen Aufruf. Wir legen jetzt erst so richtig los. Es wird Zeit, dass wir uns gegen diese zerstörerische Politik entscheiden, wehren und zeigen, dass es jetzt einfach reicht. Bleibt informiert, folgt uns auf Instagram oder kommt in unseren Telegram-Chat. Schreibt uns einfach. Wir planen weitere Aktionen, um Druck auf die Politik aufzubauen. Werdet aktiv, macht mit und kämpft gemeinsam mit uns gegen diesen Wahnsinn und für sozialere und gerechtere Hochschulen. Lasst uns diesen Moment als Chance nutzen, für eine demokratische, für eine soziale, für eine bessere Hochschule zu kämpfen. Also links so aufzuzählen ist immer ein bisschen doof. Also wenn ihr Interesse habt, Kontakt aufzunehmen, meldet euch einfach bei mir. Es sind auch ein paar andere Leute in der Gruppe, die vom Komitee sind. Genau. Dankeschön.